Heute haben wir wieder eine Challenge. In dieser Challenge müssen wir aber nicht den Enderdrachen besiegen, sondern genau das Gegenteil. Das bedeutet, wir müssen sterben. Und zwar so schnell wie möglich. Und heute dabei ist wieder der liebe Fox. Hallo. Hallo. Und ja, ich erkläre mal kurz die Challenge. Also, als erstes versuchen wir gegeneinander zu spielen. Das heißt, jeder von uns wird gleich versuchen, so schnell wie möglich zu sterben. Und wer im Chat als erster angezeigt wird, wer als erstes gestorben ist, der hat gewonnen. Es gibt insgesamt 3 Runden. Und nach diesen 3 Runden kommt die zweite Challenge. Das heißt, wir machen das Ganze mit Rüstung. Einmal mit Eisenrüstung, danach mit Dia-Rüstung, danach mit Netherite. Ja, danach werden wir versuchen, synchron zu sterben. Das heißt, wir spielen dann miteinander und versuchen einmal synchron zu sterben. Das heißt, wir versuchen beide gleichzeitig zu sterben. Und ja, viel Spaß mit der Challenge und lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch diese Challenge gefällt. Und wenn ich davon öfter irgendwie so eine Challenge machen kann. Und ja, legen wir sofort los. Und let's go. Verdammt, 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 verdammt. Nein, ich habe mir selbst eine Falle gebaut. Okay. Okay, das kann was werden, das kann was werden. Und zwar ganz schnell. Nein! Was ist das denn? Das ist Betrug? Oh. Nein! Ja. Ich habe ein halbes Herz! Oh. Nein! Verdammt! Ich habe mir 3 Erdblöcke gebaut, bin dann 20 Blöcke gesprungen und 2 Herzen und bin dann immer 3 Blöcke gesprungen. Oh nein. Als du gestorben bist, war ich gerade im Flug und hatte ein halbes Herz. So gemein. Ich war auch so, weil du meinst so, du hast es gleich. War ja so richtig. Okay, dann würde ich sagen, auf in Runde 2. Oh. Okay, bist du bereit für die nächste Runde? Ja. Dann let's go. Okay, wir müssen irgendwie da vorne hinkommen, um zu ertrinken. Verdammt, warum sprinte ich nicht? Okay. Gut, jetzt kommt es echt auf Zeit an. Leute, jetzt kommt es echt auf Zeit an. Ja. Ja, 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 ja. 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 Ja! Bau schneller! Soll ich meinen letzten Sprung nochmal wagen jetzt? Ja, mach's. Ja, perfekt. Ich war gerade beim Hochbauen. Vielleicht hätte ich anstatt Holz Erde nehmen müssen. Das glaube ich auch. Okay, gehen wir in Runde 3. Auf jeden Fall, ja, Fox hat einmal gewonnen, ich habe einmal gewonnen. Die entscheidende Runde von Level 1, würde ich sagen. Okay, letzte und entscheidende Runde. Bist du bereit für die letzte und entscheidende Runde? Ja, und du? Ich auch. Dann würde ich sagen, auf geht's. Okay, verdammt, verdammt. Wir müssen irgendwie sterben. Irgendwie. Okay, er springt auf jeden Fall irgendwie. Das heißt, wir müssen irgendwie... Ah, verdammt. Keine Ahnung. Ja! Nein! Oh nein, so smart! Ja, okay, wow. Da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ich wollte mir gerade noch Erde abbauen. Ne, ich wollte gerade eigentlich auch Erde abbauen und bin dann hier hinten, dass man hingelaufen hat, einen süß schweren Sträucher entdeckt, wie man den nennt. Ah, okay, das hätte ich eh nicht geschafft. Ich habe musste ich ganz viel hüpfen und sprinten in dem Bärenbestrin, damit ich nicht wieder Herzen regeneriere. Ich bin voll genervt. Na, okay. Dann würde ich sagen, du hast das erste Level gewonnen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch sofort in Level 2 mit Rüstung. Ja, auf jeden Fall, jetzt geht's ins Level 2 und ich würde sagen, auf geht's mit Eisenrüstung. Wir haben beide volle Eisenrüstung und bist du bereit? Ja. Und let's go. Okay, das wird ein Speedrun. Ja, ich habe ein Herz. Ja! Was? Oh, jetzt wie knapp. War es gleichzeitig? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich stehe als erstes im Chat. Achso, ja, stimmt. Aber ey, das muss auf die Millisekunde gewesen sein. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich habe die erste Runde im zweiten Level gewonnen. Ich würde sagen, auf geht's in die zweite Runde im zweiten Level.
Okay, Leute, wir sind jetzt in der zweiten Runde des zweiten Levels mit Diamantrüstung. Und ihr seht, wir haben hier volle Diamantrüstung, sind in Überlebensmodus. Und ja, bist du bereit? Yep. Dann let's go. Okay. Könnte klappen. Nein, wie schnell bist du? Eigentlich relativ schnell. Bist du zu dem Plus vorne gelaufen? Zu welchem? Als wir gestartet haben, da gab's in unsere Sichtrichtung war ja ein Fluss, ne? Ja. Bist du dorthin gelaufen? Ja, da bin ich auch hingelaufen. Nee, ich bin da nicht hingelaufen. Echt nicht? Nein. Wo dann? Ich, als wir da standen, immer 5 Moos, habe ich hinter uns im Wasser gesehen. Ach so. Der war 5 Blöcke näher dran oder sowas. Okay, dann würde ich sagen, auf zur letzten Runde des zweiten Levels. Und ja, diesmal mit Netherite. So, Leute, jetzt kommt die entscheidende Runde, nämlich die letzte Runde des zweiten Levels. Und das wird übelst anstrengend. Und ja, wir haben Netherite-Rüstung. Hier, full Netherite, wir sind überleben. Und ja, wir werden so gut wie keinen Schaden kriegen. Und ich würde sagen, bist du bereit für das Finale? Ja. Dann würde ich sagen, let's go. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Netherite jetzt so, Das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich bin extra weit gesprungen und deswegen bin ich leider auch später gesprungen. Ich dachte halt, dass wir halt irgendwie so, keine Ahnung, wir müssen irgendwie dreimal springen. Weil ich meine, Lava hält das ja auch übelst aus. Auf in Level 3. Und das Level 3 ist ja, wir müssen gleichzeitig sterben und wir müssen genau gleichzeitig. Das heißt, unsere Namen müssen im Chat genau untereinander zur selben Zeit stehen. Und ich würde sagen, wir können uns gleich mal ausrüsten. Damit wir sterben können, da müssen wir uns perfekt timen. Aber wir setzen noch was dazu. Das heißt, wir haben jetzt das dritte Level, aber in dem dritten Level gibt es zwei Challenges. Erstmal müssen wir so schaffen und danach müssen wir es auf Zeit schaffen. Das heißt, ja, ich würde sagen, wir rüsten uns erstmal aus, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich habe schon mal ein bisschen Holz. Und jetzt ist noch nicht auf Zeit, es kommt gleich auf Zeit. Okay, gut, dann schmeiße ich die weg. Und dann würde ich sagen, in welche Richtung müssen wir springen? Hier. Und würde ich sagen. Da sind Bäume, oder? Wohl, ach, geht schon. Ja, nee, wir müssen einfach nur hier ganz. Und dann am besten S drücken, damit wir so nach hinten an das Ding geschleudert werden. Okay. Bist du bereit? Ach, und übrigens, wenn wir es nicht schaffen, müssen wir es nochmal machen. Aber mit einer anderen Methode. Am besten aufhören zu sneaken. Ja, okay. Oh. Okay, ich stelle mich hier hin. Hör auf zu sneaken und nehme mein Handy lieber von der Tastatur weg. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin genau am Rand, also ich bin genau am Rand und habe dann aufgehört zu sneaken. Und dann würde ich sagen, ich gehe in 3, 2, 1, jetzt. Wir sind genau fast gleich. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Ja. Okay, das heißt, wir haben die erste Challenge gemeistert und jetzt müssen wir die zweite aber auf Zeit. Wir haben eine Minute Zeit. Yep. Okay, dann würde ich sagen, wollen wir ertrinken? Yep, ich komme. Gut, dann würde ich sagen, drei. Einfach gleich. Gleichzeitig runterspringen und sneaken drücken und das heißt, dann werden wir ertrinken und das geht hoffentlich in einer Minute. Ja. 3, 2, 1. Ich bin am Boden. Ja, ich auch. Ja, jetzt müssen wir warten. Ja. Ja! Oh, es war so gleichzeitig. Gleichzeitig hätte man das nicht machen können. Wir haben auf jeden Fall die zweite Challenge geschafft. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das Ganze mit Rüstung. Und zwar mit Netherite und zwar Enchanted. Bitte nicht Port 4. Doch. Okay. Das heißt, es ist fast unmöglich zu sterben. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Wir entscharten die Rüstung und ja.
So, Leute, das ist jetzt die ultimative Challenge. Wir haben Netherite-Rüstung und die Schuhe mit Federfall, Frostwalker, Protection 4, Protection 4, Protection 4 und den Helm mit Fire Resistance. Und ja, das wird unmöglich. Weil, wenn wir auf Wasser gehen, ihr seht schon, gut, man kann das System zwar dribbeln, aber ja, auf jeden Fall, hast du eine Idee, wie wir sterben? Ertrinken wäre jetzt ein bisschen langweilig, ne? Ja, man könnte nicht mal... Ah, nein, ich bin in der Eisdecke eingeschlossen. Okay. Oh, ich wurde in der Eisdecke eingeschlossen. Weil auch Damage können wir halt nicht kriegen. Sollen wir hier mal runterspringen? Pfeilschaden. Die Idee wäre halt, man buddelt ein Loch bis zum Bedrock runter. Also du musst die Warte, ich möchte hier mal runterspringen und ausprobieren. Ja, ein Herz gekriegt. Wow! Lass mich hier runterbauen bis zum Bedrock. Okay. Gibt's irgendwas. Warte, dann... ja, dann müssen wir uns kurz Spitzhacken machen. Hier ist Eisen direkt perfekt. Da oben ist Holz. Ja, gut. Holst du kurz Holz? Oder warte, ich helfe dir. Ich mach Crafting Table und du machst eine Axt. Warte, Crafting Table habe ich. Spitzhacke meinst du, ne? Ja. Und dann hol ich den Stein, mach Eisen und holen. Das Gute ist, es wird jetzt auch Nacht. Das heißt, vielleicht kommen Monster, die uns dann keine Herzen Schaden machen. Ich hab ein Geschenk für dich. Oh, danke. Gut, dann buddel ich mich jetzt einfach nach unten. Jupp. Was meinst du, reicht das schon? Das sind jetzt... Wir sind jetzt bei Koordinate minus 25. Ja, sieht, dass ich nochmal jetzt, ich habe jetzt nochmal einen Stack und 24. Könnten wir also sozusagen aufteilen. Und dann... Ja. Dann komme ich mal hoch, was? Bau das hier noch ab. Und dann bin ich auch schon fertig mit dem minus 25 Tiefen. Ach komm. Und dann kannst du bitte diese Zwischenräume hier noch ausfüllen, die jetzt hier noch geblieben bleiben. Damit wir das Ding auch wirklich treffen. Ich baue mich nämlich einmal so hoch ich kann an Blöcken. Leute, wir sind jetzt genau hier oben. Ich habe ein bisschen Höhenangst hier. Aber gut, da ist ja auch gleich Wasser. Also falls wir runterfallen, gut, das schaffen wir nicht. Aber, ja, da ist unser Turm von vorhin. Aber, ja, da werden wir runterspringen. Ich sehe unseren Turm von vorhin gar nicht mehr. Echt? Nee. Okay. In welche Richtung ist der? Ach doch, ich sehe ihn noch. Ja, da. Ja, aber da unten ist auf jeden Fall unser Loch. Und ich kann da auch schon runter zoomen, also es wird noch nicht mal grau. Mal gucken, ob wir das schaffen. Dann 3, 2, 1 und... Go! Uh-oh. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl. Ja!
Wir haben es geschafft. Verdammt! Wir haben es geschafft. So Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr doch gerne einen Daumen hoch und ein kostenloses Abo, wenn noch nicht geschehen, dalassen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von solchen Challenges sehen wollt. Auf jeden Fall, jetzt kommen immer mehr Videos mit Fox. Und ja, macht's gut, euer Woody und ciao. Ciao, ciao.